Moin und herzlich willkommen zur Paddeltour durch die Elbe. Sind hier auf 50 Jahre alten Faltbooten, alle so Baujahr 70 um die Ecke. Unser ist aus der DDR, da. Oh. Und wir fahren eine Woche über die Elbe, von Magdeburg bis nach Hamburg, so der Plan. Für Ankommen, seht ihr jetzt. Man ist richtig motiviert. Schaffel! Ui, ui, ui. 7 Tage auf dem Wasser, 3 50 Jahre alte Faltboote, 300 Flusskilometer von Magdeburg bis Hamburg. 7 Tage besteht unsere Welt nur aus 2 Ufern. 7 Tage lang Waschen im Fluss, 7 Tage totale Entschleunigung im Fahrwasser der Elbe, im Einklang mit dem Strom und vielen Herausforderungen. Dieser Ausflug ist vielleicht nicht unbedingt spannungsgeladen und bombastisch, aber für uns war es ein einmaliges Abenteuer. Also du fährst oder wie? Ja, ich bin der Einzige, der fahren darf. Oh. Ist auf der Autobahn. 2 Stunden oder so sind wir da. Beide sind eingeschlafen, Rücken tut weh. Schauen, wer gleich die kürzeren zieht, dass ich hier raus kann. Spaß. Die Pässe bitte. Hast du geschlafen? Guten Abend, Prinzessin. Na, sind wir da? Na, hallo, hier ist Marco. Hallo. So, läuft die Kamera. Mütze sitzt. Die 2 kleinen Boote sind seetauglich. Auch schon gepackt. Da haben wir Stoffel. Den Straßenmusikanten hier. Legt ein Fashion Solo hin. Sehr gut. Doch leider haben wir auch eine kleine Leckage im großen Boot. Ein bisschen Schwund ist immer. Ich hätte jetzt notdürftig geflickt. Oh. Ja, so genau. Ein Abfuck, nicht einen Meter gefahren. Wir haben es 11:45. Es fängt langsam an mit dem Regen an. Aber läuft, dann geht das. So, der Kahn schwimmt wieder. Wie lange? Der Regen hat auch aufgehört. Kann man bald los. Komm noch mal zusammen hier kurz. Ich habe nämlich noch eine kleine Überraschung hier. Captain Money hat uns für jeden Tag noch eine kleine Challenge gesetzt. Oh Gott. Ah, toll. Oh, geil. Also. Ahoi, meine Captains. Und Grüße aus Norwegen. Damit ihr auf eurer großen Fahrt keine Langeweile bekommt, habe ich für den Start eine kleine Aufgabe für euch. Aus der norwegischen Bronzezeit stammt nämlich die Tradition der Galionsfiguren. Und damit ihr immer eine gute und sichere Fahrt habt, solltet ihr diese auch an eure Boote anbringen. Allzeit eine gute Fahrt. Oh. Und Handreif was auch. Ja, das kriegen, easy. Das kriegen wir hin. Easy, hier fertig. Ja, müssen wir ja nicht jetzt sofort, wir können erstmal ein paar Meter machen. Ja, wir machen ja, erstmal genau, erst Start bevor raus, wir Stunden. Ich wollte gerade sagen, muss nur heute fertig werden, ja. Können wir auch, wenn wir anlanden. Danke, Captain. Oh, Boot ist wieder heil. Wir sind jetzt auch schon auf der Elbe angekommen. Direkt der Sog hat uns reingezogen. Jetzt lassen wir uns erstmal ein Stückchen treiben. Oh, das war sehr anstrengend. Das Boot ist nicht die beste Wahl. Da war es auch zu flach für das Ruder. Das müssen wir auf jeden Fall gleich noch irgendwie anbauen. Aber jetzt startet es endlich. Puma! Hey! Dieses Schmuckstück wurde 1848 als Eisenbahnbrücke gebaut und ist heute eine der ältesten und größten Hubbrücken in Deutschland. Seit 2002 ist in der höchsten Stufe arretiert und ermöglicht so Fußgängern den Elbübertritt. Und ich hab's wieder gemacht. Das ist wieder passiert. Ja.
DJI war nicht angemeldet. Flugentfernung maximal 50 Meter. Die ist da hinten hinter der Brücke einfach stehen geblieben. Staffel ist stromaufwärts Vollgas gepaddelt und irgendwann mal das Bild weg. Manni, tut mir leid. Oha. Fuck. Was denn? Hinten ist alles voller Wasser bei mir. Oh. Sollte man irgendwie anlanden, wenn es geht. Alles klar, dann einmal da links rüber zur Sandbank. Ich merke gerade hier, wie das Wasser bei mir vorne ankommt. Oh oh. Nee. Ah, das wird kein Loch sein, das hast du hier nur reingeschaufelt. Alles gut. Entwarnung! Sonst wäre das auch schon. Du hast dich nur eingepisst. Sonst wäre das auch schon mehr. Na, wir sind jetzt fast 3 Stunden unterwegs. Das hast du ja locker in der Zeit da reingeschaufelt oder mal eine kleine Welle. Wunderschön. Auch das hier ist keine normale Brücke, sondern die längste Kanalbrücke der Welt. Mit 918 Metern Länge spart sie dem Schiffsverkehr 12 Kilometer Umweg über die Normalroute. Durch Luftsprudelanlagen wird sie sogar im Winter eisfrei gehalten und ist somit ganzjährig befahrbar. Für uns hieß es aber erstmal Lagerplatz finden und den ersten Tag ausklingen lassen. Erstes Camp, erster Tag ist beendet, knapp 20 Kilometer geschafft. Ein Leck. Aber direkt gepflegt. Eine Drohne. Eine Drohne ist drauf. War richtig Strecke gemacht. Gute Bilanz. Und perfekten Abend noch gehabt. Die ultimative Entschädigung. Und durch den Struggle ist die Belohnung umso größer gewesen, als wir erstmal los waren. Das stimmt allerdings. Und bis jetzt hält auch alles? Ein bisschen sabbeln und dann pennen, ja. Die Galionsfiguren haben wir noch gebastelt, aber erst am nächsten Tag angebracht. So, Challenge Nummer 1 haben wir fertig. Damit sind wir geschützt und der Captain ist zufrieden. Die Sonne kommt raus, ist allerdings auch schon 10:30. Heute Morgen hat es noch mal gut geregnet und war scheiße windig. Zelt haben aber gehalten, alles ist trocken. Wir haben sehr viel geiler gepackt. Alle haben mehr Platz als vorher. Keine Ahnung, was wir gestern gemacht haben. Vorher konnten wir gestern nicht mehr machen. Haben aber jetzt noch ein bisschen trockenes Zeug schon mal mitgenommen. Heute ist das Ziel noch mit dem Feuer machen. Gucken, was der Captain noch für eine Challenge stellt. Badi, das sieht geil aus. Yo! Neue Challenge ist da! Nee, komm bei! Wir müssen weiter! Komm bei! Komm bei! Seht dabei! Der Seemann! Ist der Haar noch fest? Ja, sieht gut aus! Ja! Sieht richtig gut aus! Ja, kommt jetzt eigentlich noch der Mini, ne? Jetzt, wo ihr auf dem Wasser seid, müsst ihr eure Boote natürlich auch vernünftig sichern. Deshalb zeige ich jetzt euch mal ein paar Steak. So, als erstes nimmst du ein Tüdelband, machst einen Kringel drum, gehst einmal mit dem Ende unten durch, dann unten rum, wieder zurück und dann ziehst du ihn fest. Zack, hast ein paar Steak, kannst Sachen mit festmachen oder auch nicht. Viel Spaß! Und jetzt seid ihr gefragt. Jeder sucht sich von euch einen Knoten aus, den er uns allen zeigt, wie in einem Tutorial. Viel Glück, Lücke Thiel. Klappe belegen. Sehr gut. Was? Ach, machst du direkt? Knotenkunde mit Manni. Ja! Jo, Kines. Hier ist Onkel Christoph. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man Klappen belegt. Dann nimmst du das Seil. Drehst du einmal um. Drehst du nochmal um. Und dann machst du das Auge. Dann legst du hier drüber. Zack. Kannst du Pumpe schützen machen. Oder auch nicht. Kurz danach ist Matthäus plötzlich extrem schlecht geworden und wir waren zu einer längeren Pause gezwungen. Immerhin konnten wir unseren alternativen Antrieb etwas testen. Ich hatte da hohe Erwartungen reingesetzt, aber wir waren einfach zu blöd, das Ding zu benutzen.
das war's. Bin unterwegs. Matthäus musste ein bisschen spooky machen. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Aber nur ein bisschen. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Ganz spontan. 17 Kilometer bis zum nächsten Dorf. Da gucken wir eventuell bei einer Gaststätte oder so mal das Wasser auffüllen. Wird geplündert. Ja, gebrandschatzt, nicht geplündert. Das ist Diebstahl, das darf man nicht. Wir hatten den ganzen Tag extremen Wind und das große Boot wurde immer wieder in die Buchten getrieben. Da wir teilweise Rückenwind hatten, sind wir aber trotzdem ganz gut vorangekommen. Ja, das sieht ja hier echt nicht schnell aus, wenn wir so einen breiten Fluss haben, aber... Guck mal. Ist nichts tun, finde ich das schon ganz fix. Ist auf jeden Fall noch mindestens 10 Kilometer bis in dem kleinen Örtchen. Sollten wir eigentlich in einer Stunde oder so, in 2 Stunden da sein. Nachdem wir im kleinen Ort Ferchland unser Wasser aufgefüllt hatten, gab der Wind langsam nach und es wurde Zeit, ein Lager aufzuschlagen. Knotenkunde mit Money. Ja! Ja moin, ich bin's, Matthäus. Und ich zeige euch jetzt meinen Knoten. Das ist nämlich der Achter. Habt da so 2 Enden. Macht da eine normale Schleife von. Schnappt euch hier rüber. Geht mit dem anderen, nee, falsch rum. So einmal rüber. Und so zieht er ihn fest. Ist dafür da, um 2 gleich dicke Seile aneinander zu knoten. Oder auch nicht. Tag 3 beginnt. Tag 2 war ja wieder ein bisschen durchwachsen. Aber er ist wieder da. Ja. Heute kommen wir früher los. Challenge 3 ist auch schon am Start. Gucken wir mal. Ah, man, er lief. Oder wie ich immer sag, Wasser ist Lebbe. Nach nur 2 Tagen ohne Wasser könntet ihr schon Neptun auf dem Grund besuchen. Daher rate ich euch, baut mal einen vernünftigen, funktionstüchtigen Wasserfilter. Er sollte aus überwiegend natürlichen Materialien bestehen. Ist für euch aber bestimmt kein Problem. Viel Glück und Prost! Prost! Uff. Ja, okay, ja. Einmal zu Lidl. Wasserfilter kaufen. Heute Abend dann wieder. Wenn wir heute Abend Feuer ankriegen, ja. Das müssen wir heute Abend machen. Ja. Den Wasserfilter bauen. Also, bei Lidl. PET-Flasche und alles rum. Ja, genau. Na gut, aber das kriegen wir hin. Aber das ist das erste Mal jetzt herausfordernd. Das ist herausfordernd. Mhm. Gut. 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 Alter, und wie das ein perfekter Adler ist. Scheiße. Ja? Ja, guck dir das Vieh an. Könnt ihr nicht sehen. Aber dahinter blenden wir vielleicht ein. Ein riesiges Mistvieh von einem Adler. Das gibt's ja gar nicht. Dass ich das noch sehen kann. Oh ja, das ist ja auf der Flagge. Ja. Staffel! Ah! Man sieht das hier wahrscheinlich gar nicht, aber es ist ordentlich windig. Gerade bei dem Mutterschiff macht sich das doch ganz schön bemerkbar. Mal schauen, es ist baldiger wird, wird es wahrscheinlich etwas besser. Ansonsten wird das anstrengend. Unser nächstes Ziel war Tangermünde, um Wasser und Vorräte aufzufüllen. Unterwegs fiel uns allerdings eine kleine Lücke im Plan auf. Was siehst du? Wenig. Buddy! Heute ist Sonntag. Jetzt ein Lidl, der am Sonntag offen hat. Scheiße. Immerhin ließ der Wind langsam nach und Tangermünde entpuppte sich als echt hübsche alte Burgenstadt. Sightseeing mit Barfuta. Musik.
Knotenkunde mit Money. Ja! Hallo, mein Knoten ist der Henkersknoten. Machst du eine Schlaufe? Dann nimmst du hier ordentlich Schnurrüse, nimmst den so, quasi zwei Loops. Ne, warte mal, bin ich jetzt völlig bescheuert? Ah ne, doch, gar nicht. Ja, du machst die zwei Loops und dann gehst du hier immer so rum. So, so. Wiederholung nach Belieben, ja? Ja, sicher. Je nachdem, wer das nachher wieder abmachen muss. So, und dann zum Schluss schlupfst du den hier durch und dann hast du hier einen Knoten, der sich von alleine festzieht, wenn du dran ziehst. Kannst du Leute mit weghängen oder auch runde Objekte sichern. Und wenn du das Typen wieder raus hast, ist er wieder frei. So einfach gelöst. Der Henkersknoten. Durch den ungeplanten Laufweg zur Tanke wurde unser Aufenthalt zwar mal wieder länger als geplant, aber die Pause tat gut und wir haben trotz konstantem Gegenwind mehr Kilometer zurückgelegt als den Tag zuvor. So, der erste Tag richtige Tour, über 40 Kilometer und haben jetzt unser Lagerplatz gefunden. Ziemlich schicken, hier an der Landzunge. Im Prinzip haben wir hier unseren eigenen kleinen Hafen, unsere kleine Bucht, wo die Boote rein können. Dann Feuer machen, Challenge machen, müssen auch einen Filter bauen, aber dafür müssen wir jetzt erstmal ganz viel Holz abbrennen. Das Geile ist, dass wir einfach in jeder Bucht hier an so einer Sandbank vorbeikommen und auf einigen ist dann dieses perfekte trockene Schilf hier, was man anfeuern kann. Den haben wir gefunden, der wird verfeuert und da ist auch ganz viele Äste. Es ist relativ früh, es ist noch nicht mal 8. Das heißt, wir haben jetzt noch ganz viel Zeit. Da kommt der Buddy und am Baum gerade. Nachdem wir das Lager aufgebaut hatten, gab es ein Feuerchen, was zu essen und ein Filter musste gebaut werden. Ich weiß nicht, wie geil man das jetzt erkennt von hier. Oben haben wir groben Sand, haben wir ein bisschen gebuddelt hier am Strand. Darunter haben wir Steine, die sind leider auch schwarz, die Schicht. Und darunter haben wir Kohle. Das hat hier gemacht. Genau, das hat ein bisschen länger gedauert. Dann kommt da ein Tuch drauf, drunter. Bäh. Ja, perfekt. Bäh. So ist es. Es soll doch dreckig sein. Es soll dreckig sein. Also trinken wir was, aber nicht. Nee, wir gucken nur, dass es jetzt... Ja, es ist auch... Na gut, es ist auf jeden Fall gut verunreinigt. Alles, was so an Sand und Sedimenten-Scheiß mitgeht. Mal sehen, wie das durchläuft. Ja, da kommt schon. Geht viel zu schnell. Ja, aber die, guck mal, die ganzen Schwebstoffe haben wir zumindest raus. Das ist ja damit ja schon mal ein Filter, theoretisch. Ja, also wir filtern auf jeden Fall. Ja. Das läuft und deutlich hier? Schneller als erwartet. Ja, deswegen, das ist auch nicht gut. Also du hast auf den ersten Blick keine Schwebeteilchen. Keine Teilchen da drin. Ja, wir gucken uns das morgen früh nochmal an. Jetzt sieht man das eh nicht so gut. Aber ich würde erstmal sagen, das ist doch bestanden, oder was? Gefiltert ist es. Filter. So, gucken wir doch mal heute Morgen. Naja.
auf jeden Fall besser als vorher. Würde ich mal behaupten. Das jetzt, also man könnte es bestimmt trinken, wenn es jetzt nicht, weiß ich nicht, Elbwasser, weiß nicht, ob ich das saufen will. Aber es ist gefiltert. Auf jeden Fall besser aus als vorher. Ja. Siehst du? Na dann. Nein. Ist ja auch eine Menge Entenscheiße hier. Bisschen. Heute ist Ziel was? Wittenberge? Mindestziel ist Wittenberg, ja. Das ist was? 40? 36 Kilometer. 36, ja, das schaffen wir easy. Ja. Der Strom ist gut. Aufbruch. Ist da, Stoffel? Ja. Pablo Lobeo. Pablo Lobeo. Da ist er, ja. Ajo. Guten Tag. Moin schön. Moin schön. Moin schön. Wieder. Also, in Schweden wird zum Mittsommer ja schön um Blumen getanzt. Hier in Norwegen werden richtig dicke Lagerfeuer abgefackelt. So wie das hier hinter mir, ne? Das sind die sogenannten Tönnebollets, so ähnlich wie bei den Osterfeuern bei uns, dass die Hexen vertrieben werden und eine gute, fruchtbare Jahreshälfte eingeleitet wird. Eure Aufgabe ist jetzt heute, auch mal ein schönes Feuer zu machen. Und zwar nur hiermit. Da. Kennt ihr. Kleiner Tipp. Nö, gibt's nicht. Viel Spaß. Oder was war das? Nee, das war hier das vom Klipper, nur der Ritscheratsch. Nur der Ritscheratsch? Ja, halt statt Feuerstahl. Also okay. Quasi mit Feuerstahl. Ja. Hey, ist da einmal ein Gaskocher? Hat er nicht gesagt, dass er es nicht tut. Ja, mal gucken. Ja, wir haben Zeit. Wird auf jeden Fall schwerer. Er zieht an. Er zieht ein bisschen an, ja. Tanzen mit Blumen aufs Lagerfeuer. Genau, das. Hauptsache heißt das. Verspätet. Wir haben ja keinen Kalender hier, ne? Wir wissen, wann Mittwoch ist. Wir wissen ja nicht mal, welcher Wochentag ist. Ich habe echt überlegen müssen, wie lange wir schon unterwegs sind gerade. Scheint erbarmungslos. 23 Kilometer haben wir fast. Aber jetzt fängt es gerade richtig an zu braten. Hier schon komplett eingepackt. Matosch ist eingepackt. Also der Fluss läuft gut. Aber jetzt so richtig paddeln. Schon eklig. Wird einfach nur gebraten. Alter, das kommt nicht ganz schön durch, ey. Nach einer sonnenbedingten Zwangspause und dem hoffentlich letzten Einkauf begann die Suche nach einem Schlafplatz. Der vierte Tag geht zur Neige und wir haben jetzt gleich die 50 Kilometer geschafft, die wir unbedingt schaffen wollen, mindestens einmal. Wir haben jetzt halt heute wieder eine etwas längere Pause gehabt, weil wir uns gegenseitig nicht zugehört haben und deswegen zweimal zur Netto laufen mussten.
Aber so ist das, sonst könnten wir auch mehr als 50. 55 sind dann locker drin. Noch eine Stunde früher los. 60, easy. Bis eben war hier noch überall Naturschutzgebiet. Richtig idyllisch, man hört nichts eigentlich außer die Tiere. Überall schnattert's, keine Straßen, nichts. Hier sind jetzt wieder überall Angler. Das heißt aber auch für uns, wir können ja gut pennen. Weil wir hier jetzt gerade nichts zu tun haben, weil es so wunderbar windstill ist. Ich wollte jetzt einfach mal zeigen, wie mein Boot gepackt ist, so ein bisschen. Also, hier sitze ich hinten. Hier haben wir die Kühltruhe, die jetzt gleichzeitig meine Rückenlehne ist, weil die Rückenlehne immer rausfällt. Ich wüsste auch nicht, wie man dieses Boot ohne Kühltruhe fahren sollte, weil die Rückenlehne immer rausfällt. Dann haben wir hier das Handtuch zum Trocknen aufgehängt. Feuergeschichten, die kann man hier super transportieren. Hier ist die Leine drüber gespannt. Nachts kann man die super verwenden, um die Plane, die ich hier immer drüber liegen habe, zu spannen. Dann kommt da keine Feuchtigkeit rein, so gut wie gar keine. Das funktioniert super. Ich habe hier den ganzen Tag über die Beine, wer diese Folien kennt, wenn man da Sand drunter liegen hat oder so, weiß, dass die irre heiß werden können. Aber es geht tatsächlich. Das Boot fühlt sich richtig toll an zu rudern. Kein Ruder dran, weil ich nicht wusste, wie die Ruderanlage aufzubauen ist. Die ist selbst gebaut vom Vorbesitzer. Ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen. Ich vermisse sie auch nicht. Also so wendig wäre das Boot nicht. Und dadurch, dass wir jetzt auch keinen Wind mehr haben, super. Und ja. Ja, ihr solltet das Ruder abnehmen. Ja. Mhm. Hier kannst du was verstehen. Oh, Tag 3 auch ziemlich beendet. Wie viele Kilometer haben wir jetzt genau? 50.188 Meter. Das ist halt echt nicht viel, ne? Die Challenge fehlt natürlich noch. Wir haben hier wieder trockenes Schilf. Hier haben wir Wolle gefunden, haben wir alles hier gesammelt. Jetzt haben wir unten die Wolle, das Schilf oben drauf. Und wenn das glüht, hauen wir das rauf, pusten und dann sollte es an sein. Ich glaube, mit dem Clipper, du kannst so ein bisschen von diesen Spänen runterreiben. Vorsichtig, einfach da so rauf. Dann hast du schon gleich so ein bisschen Kram. Ja. Oh, da war schon gut. Oh, ja, ja, ja. Manni, was hast du dir dabei gedacht? Oh Gott. Tauschen? Ja, lass mal kurz tauschen. Halt, du kannst halt nicht geil anfassen. Mann! So lange halt. Ja, guck, das bleibt einfach nicht auf. Geht doch. Da kommt der eine von denen. Mhm. Ist gut. So, ich glaube aber, wir kriegen das gerettet. Das müssen wir auch hier nicht unendlich lang machen. Wir haben Feuer gemacht. War jetzt nicht mit dem Clipper, aber... Selbe Prinzip. Selbe Prinzip in groß. Aber hier ist es auch klamm und mehr Ausreden habe ich nicht. Challenge, drei Viertel geschafft. Ja, nee. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, auf jeden Fall. Katsching! Oh, wird mal wieder Zeit für so eine Katsching-Aktion. So, Tag 4. Gestern 50 Kilometer gerissen. Was heute das Ziel? 40 Minimum, ne? Minimum, 50 wäre cool. Wir müssen schauen, wie wir vorankommen. Ja. Heute machen wir es ein bisschen anders. Mittags eine Pause irgendwo unterm Baum. Stunde wirklich Pause, nicht durch die Stadt rennen und so. Könnte besser werden. Boote sind gepackt. Knotenkunde mit Money. Ja! Ahoi, Matrosen.
Ich zeige euch jetzt mal den Clinch-Knoten. Das ist zwar kein typischer Seemannsknoten, sondern eher ein Anglerknoten. Aber jeder Seemann muss ja auch angeln können. So, der geht so. Da muss einmal hier einmal rum, um irgendwas, wo ihr es befestigen wollt. Dann macht ihr wahlweise, da gibt es keine feste Regel, ein paar Mal um das Seil rum. Dann nehmt ihr das Ende, packt es hier durch. Und jetzt hat der Knoten was Besonderes. Je fester man zieht, desto fester wird er selbst. So. Jetzt muss man halt nur dran ziehen, ein bisschen. Oder auch nicht. So. Und jetzt ist er fest. Oh, wird keine Zeit verschwendet. Heute ist noch heißer als gestern. Pause hat auch nicht viel gebracht, aber ich glaube, wir kommen trotzdem ganz gut voran. Aber meine Lippen, ey, komplett im Arsch, einfach nur gebraten. Nur so Schäfchenwolken überall. Jo. So, Challenge ist da. Oh, ich habe kein Internet. Okay. Ja, schade. Wollen wir gleich noch machen. Und Internet ist wieder weg. Das sah ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, wollten wir ein bisschen flexen, ne? Aber da fehlt doch was. Vielleicht Musik? Ja. Wie wär's denn, wenn ihr außer eurer Quetschkommode noch mal ein paar mehr Instrumente hättet? Ich würde euch mal empfehlen, baut ein paar. Und dann baut noch mal ein paar Instrumente. Und dann sehen wir uns wieder. Headbang. Auch irgendwas mit mir, was eine Melodie machen kann. Das ist immer noch gut. Ich wäre auf Trommel, ja. Ja. Danke. Beseelt durch diese musikalische Glanzleistung haben wir uns als verbundenes Floß eine Stunde lang einfach in den Sonnenuntergang treiben lassen. Für mich immer noch einer der schönsten Momente der ganzen Tour. Oh, Tag 6. Sind schon auf dem Wasser, die anderen kommen noch. Vorne ist Hitzacker. Mal direkt davor gepennt. Heute ist das Ziel, auf jeden Fall hinter Lauenburg zu kommen. Wir möglichst dicht an die Geestachter Schleuse rankommen. Ab da gibt es Gezeiten. Dann bist du bei Ebbe durch. Dann haben wir es auch schon fast nach Hamburg geschafft. Also danach sind es, glaube ich, noch 20, 30 Kilometer, bis wir irgendwie in Bergedorf oder zumindest irgendwo im Hamburger Stadtgebiet sind. Ja, das war erstmal der Plan. Also heute nochmal richtig was reifen. Und dann müssen wir langsam mal auf Gezeiten achten.
Heute gab es also keine Zeit zu verlieren. Wir mussten Lauenburg erreichen, um Wasser aufzufüllen und wollten am nächsten Tag in Geesthacht schleusen. Die Sonne war mal wieder erbarmungslos, aber unser Ziel war noch 50 Kilometer entfernt, also hieß es paddeln. Auf die Challenges haben wir ab hier auch verzichtet, uns ging einfach die Zeit aus. Natürlich war dieser Tag der heißeste der ganzen Woche und so konnten wir unsere Mittagspause auch nicht ganz ausfallen lassen. Da hinten taucht schon Lauenburg auf. Noch so 3-4 Kilometer. Je mehr wir uns Geesthacht nähern, nimmt außerdem der Schiffsverkehr zu, was uns zusätzlich ausbremst. Motor 1, Motor 2, sind schiffbrüchig. So, Vorräte sind aufgefüllt. Zwei Sixer Wasser sind da. Ja, wir sehen uns einfach. Alle gehen nochmal pissen. Wir sind noch 2 Kilometer bis Altenburg, da müssen wir drüber weg. Also so 5 Kilometer machen wir wohl noch. Tag 7 ist gestartet. Heute mit ein bisschen mehr Verkehr voraussichtlich, sehr viel mehr. Und wir müssen schleusen. Dahinter gibt es Ebbe und Flut. Könnte interessant werden. Jetzt aber erstmal alles wie gehabt. Grün und ruhig. Der weiße Klotz da vorne ist das Kernkraftwerk Krümmel. Seit seiner Inbetriebnahme gab es immer wieder technische Probleme und so waren alle Anwohner ziemlich erleichtert, dass es 2011 endgültig stillgelegt wurde. So, wir sind jetzt hier fast an der Geesthachter Schleuse. Ja, das wird jetzt, glaube ich, das Highlight erstmal, da durchzukommen. Wird ein bisschen wackelig. Ein kleines Rodeo. Schleusung erfolgreich. Wohl noch sind wir nicht draus. Wir sind nicht so schnell. Ja, nu. Mach das Wellenbad an. Oh. Durchgeschleust. Oh ja. Gut. Das Bruder hält ihn fest. Das ist genau unser Problem. Hier haben wir die Boote festgemacht vor einer Stunde. Jetzt ist das Wasser da hinten. Eine kleine Zwangspause. Wir haben uns jetzt doch entschieden, eine Nacht hier zu bleiben, weil das sieht und hört sich nicht gut an. Naja, auf jeden Fall bricht hier gerade ein richtiges Gewitter los. Haben die Boote jetzt irgendwie hier an Land gezogen, weil die Flut ja auch noch kommt.
Wir sind zum Glück ja gerade an einem Campingplatz. Gucken wir, ob wir einen Platz kriegen für die Zelte und dann können wir das sehr gut überstehen. Und es geht schon los. Oh, Junge. Ja, wird gut. Wird gut. Gutes Wetter. Sommer, haben sie gesagt. Wir gehen jetzt gleich raus, paddeln weiter. Hui! Deine Mütze auf. Ja. Der Baum hält nicht mehr stand. Wir müssen ins Klo ziehen. Zwei Stunden lang hat es so richtig geschüttet. Das war aber nicht unser einziges Problem. Auch der Tidenhub war stärker, als wir erwartet haben. Ah, hier sieht man mal ganz geil, wie weit die Elbe sich zurückzieht. Da hinten sind die Boote. Das war bestimmt 50 Meter oder so. Oh, aber deins vielleicht nicht. Deins, oh, aber hattest du deins angebunden? Nee. Okay, hast aber Glück gehabt. Wo ist Paris? Ach, da hinten. Ja, okay. Das liegt recht weit oben, ne? Oh, du hast Glück gehabt. Wir kommen gar nicht an unsere Sachen ran. Ich hab Glück gehabt, wir kriegen jetzt kaputte Wasser. Hä? Danke, Alter. Jo, ist nochmal hochgekommen, oder was? Wow, aber unsere Paddel sind noch da. Alter, das ist doch scheiße. Oh, unser Ruder. Mein Ruder steht auch. Steht in der 1. Ich hab nicht die Hose für aus, aber jetzt können wir es am Baum. Oh nee. Oh nö. Ja, ich sag das mal so. Das ist doch scheiße. Ein Glück ist mein Paddel noch da. Oh Mann. Alter, das sind ja aber. Wie viel Unterschied denn? Das habe ich nicht erwartet. Ja, mit dem ganzen Regen, wa? Ja, gut, stimmt, das auch noch. Na gut, nehmen wir mal wieder aus. Oh, gehe ich mal schauen, ob die Boote noch da sind. Das sieht aber gut aus. Boot 1, 2, 3. Ja, top. Wasser müsste gerade zurückkommen. Aus. Heute ist richtig schön mild. Die Sonne ist ein bisschen da, aber es ist bewölkt. Dafür haben wir ungefähr 30 km Gegenwind. Man sieht es an den Windrädern vielleicht. Die sind ordentlich am Rotieren. Ja, gucken wir mal, wie gut das geht. Weniger Strömung ist hier auch, aber wir nutzen die App. Ja, funktioniert. Ja, mit Signalleuchte und alles. Ja. Nicht schlecht. Ja. So sieht es also aus, wenn es ausgelöst wird. So, die Boys sind wieder fresh nach unserem Zwangsstopp hier auf dem Campingplatz. Ja, wir haben die Zeit bestmöglichst genutzt mit Dura spielen und Bier trinken. Jetzt 19 Kilometer bis wir in die Süderelbe kommen und dann suchen wir uns auch direkt einen Ausstieg, also halten die Augen offen. Dann haben wir es geschafft, Magdeburg-Hamburg, ein Tag länger als wir tatsächlich zwischendurch erwartet haben, vom Gewitter. Vier Tage durchgehend Hitze, es hat nur geballert. Jetzt gestern noch mal ein richtig heftiges Gewitter gehabt. Heute Gegenwind und Berufsschiffverkehr. Plus Tidenhub, ja, wir müssen die Zeit auf jeden Fall jetzt nutzen. Also wir haben jetzt quasi 4 Stunden, bis es eng wird. Und dann müssen wir schauen, wie das mit den Containern, also mit den großen Schiffen ist. Und ansonsten die Zeit gut genutzt. Voll geil. Voll geil. Wir haben super geile Sandbänke, die Rastplätze auch hier. Richtig Glück gehabt bislang. Kein Stress gehabt, nur nette Leute getroffen. Und hat sich richtig gelohnt. Gerne wieder. Elbe ist ein hübsches Gebiet. Man hat sich aber relativ schnell satt gesehen. Also alles in Sachsen-Anhalt sieht sehr gleich aus. Hier ist ein bisschen mehr Bebauung. Das ist dann ein bisschen netter anzusehen. Dafür kannst du halt irgendwo ranfahren. Aber arsch viele Vögel. Gesehen. Arsch viele Vögel. Zwei Vögel vor der Kamera oder zwei was? Zwei Vögel vor der Kamera. Auf geht's, Endspurt. Ja, auf geht's. Also muss jetzt kein Loch sein. Oh, wir sind gerade abgelegt. Und anscheinend ist Badis Boot direkt voller Wasser. Eventuell haben wir ein Loch.
jetzt nochmal. Und? Ist zwar noch ein leichter Fluss hier bei mir, aber ist egal. Gut. Hey. Gucken wir in der Viertelstunde nochmal. Ja. Ist jetzt hier im Verbund fahren, wenn wir uns den Kurs nicht halten können. Wann hast du noch rechts? Ja. Hier, wo das Wasser sich überspringt, muss gut sein. Oder was? Ja, was willst du machen? Dem Ding kommst du nicht rein. Wir kommen nicht voran. Das ist klar, ja. Bist du eine halbe Stunde zu tot? Ja, wir haben die ganze Zeit gepaddelt, jetzt 20 Minuten, wir sind 200 Meter weg. Ich weiß nicht. Ja, gut. Der Wind macht das, wir können nicht geradeaus fahren. Das ist schade, das ist echt traurig. Ja, was willst du machen? Ranfahren? Kommt mal ran, kommt mal bei. Damit müssen wir jetzt hier abbrechen. 40 km/h Gegenwind. Wir treiben einfach nur in die falsche Richtung quasi. So wird das nichts. Keine Chance. Nee, keine Chance, obwohl wir schon abfließendes Wasser haben. Also mit dem Kahn hier reißen wir nichts. Der Wind reißt uns einfach nur rum, wo er hin will. Ja. Da kann auch der beste Kapitän nichts machen. Nee, eine Hamburg-Tour machen wir noch. Eine Hamburg-Tour müssen wir machen, ja. Das machen wir. Es melden sich ab, eure Kapitäne. Ja. Schiff ahoi.